Es ist eines der größten Rätsel der UFO-Geschichte. Ein Brunnen in Texas' einsamer Prärie. Und ein alter Friedhof bergen Beweise, dass wir nicht alleine sind. 1897 stürzte angeblich ein Objekt über Texas ab. 6 Jahre vor Erfindung des Flugzeugs. In dem Wrack wurde jemand oder etwas gefunden. Wer oder was wurde in einem anonymen Grab beigesetzt? Der Grabstein befand sich in diesem Bereich. Wrackteile liegen unerreichbar in einem versiegelten Brunnen. Da unten bewegt sich etwas. Bis jetzt. Wir haben ein unbekanntes chemisches Element gefunden. Dies ist Fall Nummer 1897-201. Am 17. April 1897 richten sich alle Blicke in Aurora im US-Bundesstaat Texas gen Himmel. Sie sehen etwas Unglaubliches, eine fliegende Maschine. Bürger berichten von einem zigarrenförmigen Objekt, das um 6 Uhr die Stadt überfliegt. Was weißt du über den Fall? Er ist berühmt-berüchtigt und wurde nie aufgeklärt. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der UFO-Forschung. Als es passierte, gab es noch keine UFO-Forschung. Niemand weiß, was damals wirklich geschah. Zeugen berichten von einem außer Kontrolle geratenen Flugobjekt. Auf einer Anhöhe kollidiert es mit einem Windrad. Es explodiert und brennende Teile fallen in einem Umkreis von 1 Hektar zu Boden. Schaulustige finden Wrackteile, die wie eine Mischung aus Aluminium und Silber aussehen. Sie machen eine gruselige Entdeckung. Im Wrack liegt ein zierlicher, nichtmenschlicher Körper. Ein ansässiger Soldat behauptet, der tote Pilot sei ein Marsmensch. Der Journalist H.E. Hayden berichtet in der Dallas Morning News über die Geschichte. In dem Artikel steht, dass der vermeintliche Marsmensch auf dem Gemeindefriedhof beigesetzt wurde. Angeblich wurde der Außerirdische hier 1897 begraben. Viele Leute sind überzeugt, dass es dieses Grab gibt. Andere glauben nicht an die Existenz des Grabes. Es gibt also Unstimmigkeiten. Seltsamerweise ist dieser Fall kein Einzelfall. Im ganzen Land berichten Zeitungen von Sichtungen seltsamer Flugobjekte, von der West- bis zur Ostküste. Sacramento, Kalifornien. Tacoma, Washington. Hastings, Nebraska, Chicago, Illinois, Springfield, Missouri, Decatur, Michigan, Waterloo, Iowa. Hunderte Sichtungen in verschiedenen US-Bundesstaaten, allein 108 in Texas. 6 Jahre vor der Erfindung des Flugzeugs sehen die Amerikaner Erscheinungen am Himmel. Dieser Fall ist seit über 100 Jahren ungelöst. Er ist offensichtlich schwer zu lösen. Wo liegt das Problem? Hier liegt das Problem. Jede Untersuchung bleibt genau an diesem Ort hier stecken. Fast alle Wrackteile wurden damals entsorgt. Einige wurden auch in diesen stillgelegten Brunnen geworfen. 50 Jahre später erkranken Menschen, die Wasser aus dem Brunnen trinken, an einer rätselhaften Krankheit. Dieses Bild zeigt die körperlichen Missbildungen der Betroffenen. In den 1950ern wird der Brunnen versiegelt. Jahrelang lehnt der Grundstückseigner Anfragen ab, den Brunnen zu öffnen. Bis heute. Keine 5 Kilometer entfernt liegt der Friedhof von Aurora. Glaubt man den Geschichten der Einheimischen und Haydens Zeitungsartikel aus dem Jahre 1897, dann liegt irgendwo zwischen diesen Gräbern ein außerirdischer Pilot begraben. Als erstes muss ich zum Friedhof, um das mysteriöse Grab zu suchen.
Dann muss ich Boden- und Wasserproben aus dem Brunnen nehmen und analysieren, um herauszufinden, ob dort etwas ungewöhnlich ist. Auf der Suche nach Antworten untersucht Pat Oskert den geheimnisvollen Brunnen. Um der Sache mit dem Brunnen auf den Grund zu gehen, müssen wir darunter. Bill Burns befragt den ansässigen Historiker und untersucht die Absturzstelle. Gab es hier Anzeichen für einen Absturz? Irgendetwas Auffälliges? Dr. Ted Ackworth wird auf dem Friedhof nach dem Grab suchen. Er will die Wahrheit über den mysteriösen Außerirdischen herausfinden. Dafür setzt er ein Bodenradar ein. So ermitteln wir die Stelle, wo der Außerirdische begraben sein soll. Bevor er den Brunnen öffnet, trifft sich Pat mit dem Grundbesitzer, Tim Oates. Viele UFO-Forscher wollten den Aurora-Absturz untersuchen, doch Familie Oates wollte nicht, dass der Brunnen beschädigt wird. Die UFO-Hunters sind die ersten, die ihn von innen sehen. Auf Ihrem Grundstück liegt ein Meilenstein der UFO-Geschichte. Ja. Wann genau wurde der Brunnen versiegelt? Hier steht, dass er 1957 versiegelt wurde. Wenn wir ihn öffnen, sind wir die Ersten, die ihn seit 50 Jahren wieder von innen sehen? Ja. Ich glaube kein Wort davon. Es ist eine nette Geschichte. So wie unsere kleine Farm. Viele Bewohner glauben, dass das Geheimnis von Aurora von einem Journalisten erfunden wurde. Er wollte das verschlafene Nest berühmt machen. Skeptiker sagen, dass es keinen greifbaren Beweis für einen Absturz gibt. An der angeblichen Absturzstelle stand nie ein Windrad. Und das Grab des Außerirdischen existiert nur in Schauermärchen. UFO-Forscher und Historiker James Mars untersucht diesen Fall schon seit den frühen 1970ern. Als ich zum ersten Mal hier war, sagten sie, es war nichts. Die Skeptiker glauben, dass sie die Geschichte erfunden haben. Der Ort war am Aussterben. Sie wollten mit der Geschichte Touristen anlocken. Deswegen hat auch Hayden den Artikel geschrieben. Vielleicht ist aber doch etwas an der Geschichte dran. Es gibt eine Verbindung in die heutige Zeit. 25. Mai 1995. Der Pilot einer Boeing 757 sichtet ein ähnliches zigarrenförmiges Objekt, das den Norden Texas überfliegt. Das ist der Originalmitschnitt des Gesprächs zwischen Flugsicherung und Piloten an jenem Abend. Sichtung auf 11 Kilometer. Objekt auf 9 Kilometer. Länglich mit Blinklicht. Aha. Nicht gut. Was bedeutet das? Keine Ahnung, es ist ein UFO. Wie in Roswell. 13. Mai 1981. Sieben Menschen sehen ein längliches, blinkendes Flugobjekt über Nord-Texas. Laut Augenzeugen blinkten die Lichter grün und gelb. Es wurde eine Zeichnung des Objektes angefertigt. Das ähnelt dem Aurora-Zwischenfall vom 7. April 1897. Wir vergleichen den UFO-Absturz von Aurora 1897 mit allen UFO-Aktivitäten in dieser Gegend im späten 19. Jahrhundert. Henri Giffard gilt als Konstrukteur des ersten bemannten Luftschiffes. 1852 baute der französische Ingenieur ein 44 Meter langes, zigarrenförmiges, dampfbetriebenes Modell. Es sieht aus wie eine fliegende Untertasse mit Flügeln. Wie fliegende Zylinder. Doch die frühen Luftschiffe hätten niemals quer durchs Land fliegen können. Sahen die Menschen damals ein neuartiges Luftschiff oder doch etwas Außerirdisches? Ein wichtiger Beweis im Fall Aurora ist der auf dem Friedhof begrabene Außerirdische. 1973 existierte das Grab noch. Damals gab es auch noch einen kleinen Grabstein. Er war ungewöhnlich.
Du hast ihn gesehen? Ja, er war aus Sandstein und nur so hoch. Auf dem Stein waren ein V und kleine Kreise eingraviert. Ich denke, dass ein Stück davon abgebrochen ist. Spiegelt man die Gravur auf die andere Seite, dann sähe man eine Art Untertasse mit Bullaugen. Verstehe. Es gab ihn also wirklich. Ich frage mich, warum das Grab nicht exhumiert wurde. Das macht man öfters. Dann wüssten wir, was vorgefallen ist. Sie wollten also nicht, dass das Grab geöffnet wird. Die Polizei stellte eine Wache auf und nach ein paar Wochen legte sich die Aufregung. In der Nacht, in der die Wache abzog, verschwand der kleine Grabstein. Er ist nie wieder aufgetaucht. Dr. Ted Ackworth und der Archäologe Garth Baldwin wollen das Geheimnis von Aurora lüften. Dazu müssen sie das Grab finden. Diese Grabsteine sehen alle neu aus. Wir müssen zum ältesten Teil des Friedhofs. Er liegt vermutlich auf der anderen Seite des Hügels. Ja, die sehen alt aus. Der ist von 1891. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier sind wir richtig. Lass uns den Laptop rausholen und die Bilder vergleichen. Mit Hilfe historischer Fotos suchen sie nach dem Grab. Ein Foto aus den frühen 1970ern zeigt den Grabstein. Ein anderes Foto stammt aus den frühen 1990ern. Ein Mann kniet an der Stelle, wo der Grabstein stand. Wir suchen auf den Fotos nach markanten Punkten. Sie dienen uns als Referenzpunkte. Mit ihrer Hilfe orten wir die Position. Ist das der benachbarte Grabstein? Das ist das Bledsoe-Grab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Pilot 1897 hier begraben wurde. Die Grabsteine um uns herum sind von 1897. Dort, wo der Pilot liegt, befinden sich in einem Umkreis von 5 Metern keine Grabsteine. Hier ist nichts. Dort drüben sind lauter Grabsteine von 1897, 1885, 1894. Das passt zusammen. Ted und Garth prüfen die Fotos und sind erfolgreich. Sie finden die Stellen, an denen sie aufgenommen wurden. Wir stellen mit Fähnchen und Seilen die Aufnahmepositionen nach. Okay. Dieses Grab ist unser erster Referenzpunkt. Markiere es und spanne dort die Leine. Die erste Leine ist gespannt. Ted und Garth suchen ein aus einem anderen Winkel aufgenommenes Foto. Das Foto ist untersichtig aufgenommen. Wir müssen etwas zurück. Von hier sieht man den Ast. Hier müsste es in etwa sein. Hier ist es. Lass uns nachsehen. Es wird Zeit für das Bodenradar. Mit einem Radarsystem aus dem 21. Jahrhundert will Ted einen begrabenen Außerirdischen aus dem 19. Jahrhundert finden. April 18, 1897. Die Bürger des Städtchens Aurora im US-Bundesstaat Texas werden Zeuge einer der ersten UFO-Sichtungen Amerikas. Journalist H.E. Hayden berichtet, dass ein zigarrenförmiges Luftschiff mit einem Windrad kollidiert und explodiert. Wrackteile fallen großflächig zu Boden. Bill Burns bringt den Archäologen Garth Baldwin zur Absturzstelle. Grundbesitzer Tim Oates zeigt den Forschern etwas Seltsames, das sein Sohn gefunden hat. Dieses geschmolzene Metall hat mein Sohn Dylan in der Erde gefunden. Wo genau hat er das gefunden? Hier. Warum hier? Angeblich krachte es ins Windrad, stürzte ab, schlug auf den Boden auf, zerbrach und traf diesen Baum dort. Der Baum ist auf einer Seite abgestorben und verfärbt.
Tim gab uns einige geschmolzene Metallstücke, die sein Sohn Dylan gefunden hatte. Sie lagen an der Stelle, an der das Objekt abgestürzt war. Das hat man ihm als Kind jedenfalls erzählt. Es sieht definitiv geschmolzen aus. Es könnte Aluminium sein. Hayden erwähnt in dem Artikel von 1897, dass das Schiff aus einem unbekannten Material bestand, das wie eine Mischung aus Silber und Aluminium aussah. Es ist zu schwer für Aluminium. Aluminium ist leichter, besonders wenn es so dünn ist. Angeblich war hier die Absturzstelle. Was wir hier finden, könnte aus der Zeit stammen, in der sich der Vorfall ereignete. Wenn wir hier Fundstücke entdecken, sind wir am richtigen Ort. Mit dem Metalldetektor suchen wir Metall von der Windmühle oder anderen Geräten. Vielleicht können wir die Fundstücke identifizieren. Hier ist etwas. Wir graben an ein paar Orten ein paar Proben aus und sehen dann, was wir haben. Im Zeitungsartikel von 1897 steht, dass das Fluggerät mit der Spitze von Richter Proctors Windrad kollidiert. Tatsächlich war Richter J.S. Proctor damals Besitzer des Grundstückes. Hier ist etwas. Wir haben die Umgebung abgesucht und Markierungen gesetzt. Jetzt beginnen wir mit den Grabungen. Schaufel und Sieb. Auf den Dokumenten des Vermessungsamtes sind keine Gebäude auf Richter Proctors Land verzeichnet. Es gibt keine Hinweise auf ein Windrad. Für viele Skeptiker ist das Fehlen des Windrads ein klarer Hinweis, dass es sich bei der Geschichte um eine Zeitungsente handelt. Quadratische Nägel. Die benutzte man vor der Jahrhundertwende, vor 1900. Wenn wir Nägel aus den 1890ern finden, können wir auch Überreste des Absturzes von 1897 finden. Richter Proctor entfernte alle Trümmer von seinem Land. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wo er sie entsorgt hat. Berichten zufolge warf er ein paar Trümmer in den stillgelegten Brunnen. Trotz aller Bemühungen finden Garth und Bill nichts Außergewöhnliches. Die Suche auf der Oberfläche ist fruchtlos. Ihre einzige Hoffnung ruht auf dem Brunnen. Tim und Pat wollen den Brunnen öffnen. Es ist an der Zeit, dem Familiengeheimnis und dem Geheimnis von Aurora auf den Grund zu gehen. An die Arbeit. Graben wir. Schon nach ein paar Schaufeln Erde finden Pat und Tim einen Hinweis. Zweifler sagen, dass das Flugobjekt kein Windrad rammen konnte, weil es kein Windrad gab. Ich hab hier was. Ich auch. Nötigt man das für einen Brunnen? Das sind Halterungen für ein Windrad. Hat man damit früher ein Windrad befestigt oder einen Mast? Das Windrad stand über dem Brunnen. Auch moderne Windräder wie dieses hier sind mit Metallhalterungen im Boden verankert. Deine Familie lebt hier seit 1935. Erinnerst du dich an ein Windrad? Ich habe nie ein Windrad gesehen. Meine Familie auch nicht. Kein Windrad? Nein, nur der Brunnen. Aber hier stand ein Windrad. Die Halterungen sind groß genug, um den Mast eines Windrads hier zu verankern. Pat sucht weiter nach Hinweisen. Ted will das seltsame Metall untersuchen, das bei der Absturzstelle gefunden wurde. Auf den ersten Blick ist es ein silbrig-metallisches Material. Es ist formlos und sieht aus, als wäre es geschmolzen und wieder erstarrt. Außen ist es stark verunreinigt. Es war lange Zeit Wind und Wetter ausgesetzt. Ted bringt das Metall David Dirks. Er analysiert es mit einem Elektronenmikroskop an der University of North Texas. Hier ist die Probe. Okay. Zuerst wird sie vergrößert, um herauszufinden, aus was sie besteht. Ted will die einzelnen Elemente bestimmen, aus denen die Probe besteht. Ist es Eisen, Zink oder ein unbekannter Stoff?
Die Apparatur durchstrahlt die Probe mit Elektronen. Die Elemente in der Probe reagieren mit unterschiedlicher Strahlung, die in einem Diagramm angezeigt werden. Aluminium erzielte den Höchstwert. Das ist der Hauptbestandteil der Probe. Es handelt sich also um Aluminium. Die anderen Spitzen im Diagramm stehen für weitere Spurenelemente. Die Analyse bringt etwas Unerwartetes zutage. Was bedeutet diese Spitze? Haben wir ein neues Element entdeckt? Vielleicht ist die Oberfläche kontaminiert. Dieses Aluminium wurde stark erhitzt, ist erkaltet und war 100 Jahre lang der Witterung ausgesetzt. Vielleicht sind es Erdreste. Selbst dann würden wir darin bekannte Elemente identifizieren. Wir haben eine Spitze, wissen aber nicht, was es ist. Nicht wirklich. Wie interessant. Ein unbekanntes Element könnte den außerirdischen Ursprung der Probe belegen. Wir kennen dieses Element nicht. Wir müssen weitersuchen. Ein Geheimnis wird immer mysteriöser. Ein anderes wird bald gelöst. Pat hat Jerry Browning beauftragt, das alte Brunnenhaus zu entfernen. Was werden sie darunter finden? Ist der Brunnen wirklich über 100 Jahre alt und vielleicht eingestürzt? Oder bestätigt Pat die Meinung der Skeptiker, dass der Brunnen erst nach 1897 gegraben wurde? Was machst du jetzt? Wir können das Haus selbst mit beiden Kränen nicht anheben. Also helfen wir mit dem Bagger nach. Dann mal los. Das Beseitigen ist nicht das Problem. Das Häuschen anzuheben ist die wahre Herausforderung. Das Haus ist ein kleines Monster. Es ist schwerer als angenommen. Endlich ist der Brunnen zugänglich. Er scheint in gutem Zustand zu sein. Im Dunkel der Tiefe liegt vielleicht die Antwort auf einen der ältesten UFO-Zwischenfälle der Geschichte. Das ist eindeutig ein Brunnen. Er ist fast zu perfekt. Eins der Gegenargumente der Skeptiker lautet, dass der Brunnen 1897 noch nicht da war. Was denkst du? Ich finde, er sieht einheitlich aus. Der Kalkstein wurde mit einem Pickel bearbeitet, nicht mit einer Bohrmaschine. Die Ziegel sind handgefertigt. Sie wurden nicht mit Draht geschnitten und auch nicht in Formen hergestellt. Der Mörtel sieht auch echt aus. Ich kann ohne radiometrische Datierung sagen, dass der Brunnen durchaus mit den technischen Mitteln jener Zeit errichtet worden sein kann. Garth bestätigt das geschätzte Alter des Brunnens. Dann macht er eine schockierende Beobachtung. Da unten bewegt sich was. Tatsächlich. Ist es das, was ich denke? Was ist das? Der Absturz eines Flugobjekts in Aurora, Texas im Jahre 1897 ist einer der ältesten UFO-Fälle. Die UFO-Hunters untersuchen vor Ort die Schauplätze des Geschehens. Den Friedhof. Die Absturzstelle und den gerade freigelegten Brunnen. Da unten bewegt sich was. Tatsächlich. Ist es das, was ich denke? Eine Schlange. Eine Klapperschlange. Was für Schlangen gibt es hier? Wassermokassin-Otter. Die sind sehr giftig. Ist das ein Problem? Für dich schon. Während sich Pat überlegt, was er mit der Schlange machen soll, treffen sich Bill und Garth mit einem Experten an der Absturzstelle. Ich heiße Ken Cherry und bin Vorsitzender des Mutual UFO Network. MUFON untersuchte die mutmaßliche Absturzstelle in den frühen 1970ern. Das Team fand damals seltsame, geschmolzene Metallspuren. Schon 1973 zeigten unsere Studien ein klares Streumuster mit einem eindeutigen Ausgangspunkt. Überall in diesem Gebiet lokalisierten wir Metall, auch in diesem Baum, der über 100 Jahre alt sein soll. Wenn Garth den Baum mit dem Metalldetektor abtastet, würde er immer noch Metall finden? Gut möglich.
hier wird Metall gefunden, wo eigentlich keines sein sollte. Heiliger Strohsack! Wir werden keine 200 Jahre alte Eiche fällen, um Metallspuren zu sichern. Dann bekommen wir Ärger. Aber die Berichte sind stimmig. Wir wissen zwar nicht, was es ist, aber wir wissen, dass hier etwas ist. Metallspuren in einem Baum. Seltsame und geschmolzene Metallklumpen. Bill und Garth finden weitere faszinierende Hinweise. Doch sind es Wrackteile eines UFOs? Pats Ausflug auf den Grund des Brunnens könnte die nötigen Beweise liefern. Dieser Fall steckt voller Widersprüche. Skeptiker halten ihn für ein Märchen. Doch jetzt können wir beweisen, dass es ein Windrad gegeben hat. Wir haben die Befestigung gefunden. Und wir haben diesen tollen 12 Meter tiefen Brunnen gefunden. Wir sammeln immer mehr Fakten. Es gab ein Windrad und es gibt einen Brunnen. Und vielleicht liegen auf seinem Grund Wrackteile. Doch der Brunnen steckt voller Gefahren. Eine schlängelt sich durch das Wasser. Die andere muss erst noch bestätigt werden. Angeblich ist das Wasser vergiftet. Tims Großvater, Brawley Oates, wurde von dem Brunnenwasser krank. Es gibt Fotos von den Geschwüren an seinen Händen. Sie sollen vom Wasser stammen. Aus diesem Grund versiegelte er den Brunnen. Ist das Wasser vergiftet? Das erzählt man sich über den Brunnen. Also wird ein Experte für Katastrophenschutz gerufen. Jim Chappelle vom TAS Environmental Service. Wir lassen dich runter, bleiben aber zu deiner Sicherheit hier. Du musst ständig die Luftzusammensetzung überprüfen. Am Schluss ziehen wir dich wieder hoch. Wasser und Boden könnten vergiftet sein. Pat will kein Risiko eingehen. Ist das ein Schutzanzug? Ja, ein chemischer Schutzanzug. Wir haben das Wasser noch nicht getestet und können die Gefahr nicht einschätzen. Der Anzug schützt dich. Gut geschützt ist halb gewonnen. Okay, Jim, was jetzt? Zwei Paar Schutzhandschuhe. Steh auf und zieh den Anzug hoch. Brady, bring die Gurte. Schön kühl hier drinnen. Streck deine Arme aus. Sehe ich cool aus? Anzug und Gurte sitzen. Jim zieht Pat eine Atemschutzmaske über. Ich halte die Filter zu. Atme ein und die Maske wird an dein Gesicht gesaugt. Genauso. Wie ein Profi. Ist dicht. Pat hängt an der Winde und beginnt mit dem Abstieg. Seine erste Aufgabe ist es, die Schlange zu entfernen. Setz dich auf die Kante. Überprüfe die Luft. Die Luft ist gut. Sag uns, was du auf dem Weg nach unten siehst. Das ist mein erstes Mal. Was macht die Schlange? Moment. Stopp, ich sehe die Schlange. Greif sie hinter dem Kopf. Hab sie. Hochziehen. Halt ihn fest. Hier rüber mit dem Bein. Komm rüber. Okay, du bist raus. Du kannst gehen. Bin schon weg. Wo ist unser Schlangenexperte? Es ist eine Riesennatter. Alles in Ordnung? Die Schlange ist weg und Pat steigt erneut in den Brunnen. Dieses Mal geht er dem Geheimnis des Aurora-Flugobjekts auf den Grund. Ted und der Archäologe Garth kehren mit Hightech-Ausrüstung zum Friedhof zurück. Die Stadt verweigerte ihnen die Erlaubnis zum Graben. Deswegen untersuchen sie den Boden mit einer anderen Methode. Bodenradarexperte Stan Wood und sein Sohn Robert helfen, den Untergrund zu analysieren.
Hier ist die Stelle. Zuerst tasten wir die nähere Umgebung ab. Dann wissen wir, was normal ist. Danach suchen wir nach Anomalien im Erdreich. Das Bodenradar sendet elektromagnetische Impulse in die Erde. Trifft es auf ein Objekt, wird der Impuls im Empfänger des Gerätes reflektiert und auf dem Display dargestellt. Wir sind die Ersten, die den Boden dieses Ortes mit einem Bodenradar untersuchen. Hoffentlich finden wir interessante oder ungewöhnliche Formationen. Alles sehr einheitlich. Da ist etwas. Wir messen die unterschiedliche Dichte der Gräber, der Särge und hoffentlich auch der Knochenstrukturen der Beerdigten. Sollten wir eine sehr ungewöhnliche Anzeige bezüglich Sarggröße oder Knochenstruktur erhalten, dann wissen wir, dass da etwas Seltsames liegt. Liegt die Antwort auf das Rätsel des Aurora-Falles von 1897 2 Meter unter dem örtlichen Friedhof begraben oder im 12 Meter tiefen 100 Jahre alten Brunnen? Ich höre da unten etwas. Im April des Jahres 1897 soll ein Flugobjekt am Himmel über Aurora, Texas explodiert sein. Ted entdeckte im Metall, das bei der Absturzstelle gefunden wurde, ein unbekanntes Element. Deswegen macht Dr. Tom Gray weitere Tests mit dem Teilchenbeschleuniger der University of North Texas. Wir werden die Probe mit geladenen Teilchen beschießen. Die Atome der Probe werden dadurch angeregt, eine für sie charakteristische Strahlung abzugeben. Ist es möglich, dass sie ein unbekanntes Element enthält? Das wäre aufregend. Der Test erkennt alle Spurenelemente in der Probe. Die Rohdaten des Tests vergleichen wir mit 60.000 uns bekannten chemischen Verbindungen. Wenn wir eine Übereinstimmung finden, wissen wir, was es ist. Finden wir keine Übereinstimmung, haben wir ein neues Element entdeckt. Wir wären dann soweit. Die Probe wird mit Protonen aus dem Beschleuniger beschossen. Der Computer zeigt alle im Metall enthaltenen Elemente an. Was für ein Element haben wir? Eindeutig Aluminium. Es ist also Aluminium. Was ist mit dem unbekannten Element aus dem ersten Test? Die Teilchenschussmethode ist genauer als die vorherige Methode. Sie erkennt jedes in der Probe enthaltene Element. Hauptbestandteil ist also Aluminium. Sehen Sie etwas Ungewöhnliches? Die Probe enthält einen erheblichen Anteil Eisen. Der hohe Eisengehalt ist ein weiteres Rätsel. Doch er spricht für die Theorie des UFO-Absturzes. Aluminium als Konstruktionswerkstoff wird meistens als Legierung eingesetzt. Aluminium ist der Hauptbestandteil. In Legierung mit anderen Metallen kann es besser verarbeitet werden. Die meisten Aluminiumlegierungen heutzutage enthalten Eisen. Allerdings in weit geringeren Mengen als bei dieser Probe. Stammt das Aluminium von einem Objekt, das 1897 abstürzte? In der Aluminiumherstellung gab es Mitte des 19. Jahrhunderts weitgreifende Entwicklungen. Doch das Metall war zur Zeit des Absturzes immer noch sehr teuer. Wir können zwar nicht beweisen, dass das Material aus dem 19. Jahrhundert stammt. Wir wissen aber, dass es keiner modernen Legierung gleicht. Korrekt. Das Team beim Brunnen will Proben aus 12 Metern Tiefe nehmen. Doch dann schlägt plötzlich das Wetter um. Pat, der an einem Drahtseil hängt, sollte sich besser beeilen. Gerade hat hier der Blitz eingeschlagen. Der Wind wird immer stärker. Pat muss die Proben nehmen und dann so schnell wie möglich zurück an die Oberfläche kommen. Das sieht nach einem heftigen Sturm aus, der typisch für Texas ist. Suche nach Metall! Lass mich mal sehen. Hier unten sind Wurzeln. Irgendwas Metallisches?
Der Sturm behindert die Suche. Du hängst an einem Drahtseil, das an einem Aluminiumgestell befestigt ist, und es blitzt. Und du stehst im Wasser. Moment noch, hier gibt es zähflüssigen Schlamm. Pack alles ein, was du greifen kannst. Wir sehen es uns an, wenn du oben bist. Zieht mich rauf. Du bist gleich oben, wir sehen dich. Was hast du gesehen? Es war dunkel und ich stand knöcheltief im Schlamm. Das Wasser ging mir bis zur Hüfte. Ich habe viel Fels gesehen. Metalle? Ich weiß nicht. Ich habe Wasser- und Bodenproben genommen. Die müssen wir analysieren. Dann werden wir sehen, ob es dort unten irgendwelche Trümmer gibt. Trotz der gefährlichen Umstände hat Pat im Brunnen mehrere Proben genommen. Die Wasser- und Bodenproben und den Schutt geben wir Ted. Mal sehen, was das Labor dazu sagt. Ich habe die Proben gesichtet, die Pat aus dem Brunnen entnommen hat. Auf den ersten Blick ist es genau das, was man erwarten würde. Ich habe kein Aluminium gesehen. Vielleicht sind mikroskopisch kleine Mengen Aluminium dabei. Aber mit bloßem Auge konnte ich nichts Ungewöhnliches entdecken. Jetzt untersuche ich die Bodenproben genauer. Ted startet weitere Tests. Brenda Wiles von Talem Incorporated untersucht Wasser- und Bodenproben für Behörden und Industrie. Wir haben hauptsächlich Mineralien gefunden, die üblicherweise im Grundwasser und im Boden vorkommen. Das einzig Ungewöhnliche ist der hohe Aluminiumgehalt. Tatsächlich? Ja. Das ist interessant. Uns wurde erzählt, dass angeblich viel Aluminium in diesen Brunnen geworfen wurde. Würde das zu den Ergebnissen passen? Das könnte ein Grund dafür sein. Oder vielleicht hat der Boden an diesem Ort einen hohen Aluminiumgehalt. Ich finde es merkwürdig, dass wir bei diesem Fall überall Aluminium finden. Geschmolzenes Aluminium bei der Absturzstelle. Eine hohe Aluminiumkonzentration im Brunnen. Zählt man eins und eins zusammen, könnte man annehmen, dass ein aus Aluminium gefertigtes Fluggerät in dieser Gegend abgestürzt ist. Wenn es einen Absturz gab, warum waren keine Trümmer im Brunnen? Bill wendet sich an die Person, die das Rätsel lösen kann. Zum ersten Mal erklärt sich Brawley Oates, Sohn Bill Oates, zu einem Interview bereit. Ihr Vater hatte Geschwüre an Händen und anderen Körperteilen. Angeblich stammten sie von Wasser, das von einem fremdartigen Metall kontaminiert war. Ich habe auch von dem Wasser getrunken und bin gesund. Die Geschwüre könnten das Resultat seiner Gicht oder seiner rheumatischen Arthritis sein. Bills Interview lässt Zweifel an einer außerirdischen Ursache für Brawley Oates Geschwüre aufkommen. Doch es erklärt auch, warum im Brunnen keine Trümmer gefunden wurden. Wusste Ihr Vater, dass im Brunnen etwas Seltsames war? Eigentlich nicht. Er wollte ihn nur sauber machen, damit wir klares Trinkwasser hatten. Dann war das keine Reaktion auf irgendwelche geheimnisvollen Geschichten. Er hatte sich gerade auf dem Land niedergelassen und wollte den Brunnen säubern. Genau. Waren Sie an dem Tag hier? Ja. Wie viel Metall wurde entfernt? Keine Ahnung. Aber Sie wissen, dass seltsames Metall im Brunnen war. Sie haben gesagt, dass Sie Metall entfernt hätten. Wenn im Brunnen Trinkwasser war, warum wurde er dann versiegelt? Die Rohre waren verrostet. Wir dachten, der Brunnen ist vertrocknet und bohrten einen neuen. Das gusseiserne Rohr war also verrostet. Ja, es kam kein Wasser mehr durch. Hier ist Futter für die Skeptiker. Wir haben bewiesen, dass das Wasser nicht vergiftet war. Wir haben bewiesen, dass Brawley den Brunnen versiegelte, weil die Rohre durchgerostet waren und der Brunnen ausgetrocknet war.
Doch wir haben auch bewiesen, dass als Brawley 1945 auf dieses Grundstück zog, metallene Objekte im Brunnen lagen. Es war Metall auf dem Grund des Brunnens, weil was auch immer gegen das Windrad geflogen ist, direkt über dem Brunnen explodiert ist. Das Geheimnis des Brunnens ist gelüftet. Jetzt muss Ted noch das letzte Rätsel im Fall Aurora lösen, das Grab des Außerirdischen. Mit Hilfe des Bodenradars kann er unter die Oberfläche sehen. Nach über 120 Jahren wird endlich die Wahrheit ans Licht kommen. Wurde in dem anonymen Grab wirklich etwas beigesetzt? Das ist die Stelle. Siehst du etwas? Hier ist etwas. Das Radar erkennt Bereiche, in denen der Boden umgegraben wurde. Ted markiert die Stellen mit roten Fähnchen. Langsam wird ein eindeutiger Umriss sichtbar. Das ist verblüffend. Es ist ca. 1,80 Meter lang. Die Radarbilder sind eindeutig. Ein 1,80 Meter langes, 75 cm breites Viereck. Es sieht aus wie ein Grab. Auch die Lage. Es liegt auf einer Linie mit den anderen Gräbern des Friedhofes. Es passt zu den Parzellen dort. Es liegt auf derselben Höhe wie die Gräber hier und dort. Hier muss der Grabstein gestanden haben. Ein paar Meter neben unserer ersten Schätzung. Wie können wir beweisen, dass hier ein Grab ist? Viele haben das bezweifelt. Leider können wir es nicht öffnen. Ich habe schon auf vielen Friedhöfen gearbeitet. Anonyme Gräber sind nichts Ungewöhnliches. Aber dieses ist an einer Stelle, wo man kein Grab erwartet. Um dieses Grab ranken sich viele Geheimnisse. Das macht die Sache interessant. Die Aufnahmen zeigen auch, dass das Grab wegen des sandigen Bodens abgesackt ist. Es könnte sich also darin etwas befinden, was das Radar nicht erfassen kann. Ich bin nicht sicher, ob das Rätsel jemals gelöst werden kann. Bis jetzt wissen wir nur, dass es ein mysteriöses Grab gibt. Es passt zu der Geschichte und es entspricht den Maßen der Gräber aus dieser Zeit. Skeptiker behaupten, dass an der Geschichte nichts dran ist. Dass es keinen Brunnen, kein Windrad und keinen Leichnam in dem Grab gab. Doch so eine Geschichte kann man nicht einfach verwerfen, ohne nachgeforscht zu haben. Wir haben das Rad der Geschichte 120 Jahre zurückgedreht, um herauszufinden, was das für ein Objekt war. Es gab einen Fall, bei dem eine Person nach einem Flugunfall vermisst wurde. Das ist meine Theorie. Wir können nicht eindeutig beweisen, dass es in Aurora einen Absturz gab. Aber es gibt Hinweise, die diesen Fall möglich erscheinen lassen. Was bleibt, ist die Frage, was ist hier wirklich passiert? Zum ersten Mal wurden neue Beweise in einem über 100 Jahre alten UFO-Fall gefunden. Die UFO-Hunters haben mit verblüffenden Fakten die Zweifel vieler Skeptiker aus dem Weg geräumt. Das Rätsel um das Flugobjekt von Aurora bleibt dennoch ungelöst. Ein unidentifiziertes Flugobjekt, Jahre vor der Erfindung des Flugzeugs.